Planet Nibiru. Mystiker und Ufologen haben ein beliebtes Hobby. Sie prophezeien immer wieder den Weltuntergang. Diesmal trifft's die Erde, der Planet Nibiru. Er heißt auch Planet X. Die Untergangspropheten sind sich einig, es bahnt sich eine Gefahr für die Erde an. Der sagenumwobene Planet soll sich am äußersten Rand unseres Sonnensystems befinden. Bisher kreuzt er die Bahnen aller anderen Planeten. Was ist Nibiru? Auf zahlreichen Webseiten kann man es nachlesen. Nibiru ist ein großer, bisher aber noch nicht offiziell bestätigter Planet, der offenbar zu unserem Sonnensystem gehört. Die Angaben über seine Größe sind sehr widersprüchlich und reichen von dreifacher Erdgröße. Das wäre dann ein Planet vom Kaliber eines Uranus oder Neptun, bis zu einem Gasriesen mit vielfacher Jupitermasse. Sollte letzteres zutreffen, dann hätten wir sogar einen braunen Zwerg vor uns. Laut dem Forscher David Mead sei der Planet mit herkömmlichen Teleskopen nicht auszumachen, da der Anflugswinkel extrem ungünstig sei. Auf der Webseite Planet X News sagt er, man kann ihn nur schwer sehen, aber es gelingt am besten von Südamerika aus. Die NASA weist jedoch alle Gerüchte um den mysteriösen Planeten zurück. Nibiru soll sich auf einer stark elliptischen Bahn einmal in 3600 Jahren entgegen des Drehsinns der uns bekannten Planeten um die Sonne bewegen. Diese Eigenschaft nennt man in Fachkreisen Retrogradkörper, die unsere Sonne auf diese Weise umkreisen, kommen durchaus vor. Oktober 2017 und am 23. April 2018 sollte die Erde mit Nibiru kollidieren. Aber wie so oft, passierte nichts. Mead bezeichnet Nibiru als binären Zwilling unserer Erde, der von seiner eigenen Sonne zusammen mit 6 weiteren Planeten in die ungünstige Bahn gezwungen werde, die ihn schließlich irgendwann, so sagt man, mit der Erde kollidieren lassen wird. Die meisten sind sich sicher, Nibiru existiert nicht und wird nicht mit der Erde kollidieren. Wer was anderes behauptet, sei ganz einfach verrückt.
Man sagt, einen Planeten dieser Größe, der sogar fast in unserem Sonnensystem sei, sollten wir von unserer Erde klar erkennen. Und man würde ihn nur sehen, wenn die Sonne untergeht. Nur existieren Bilder, die genau dies zeigen. Angeblich Nibiru, der sich leicht, immer mal wieder, hinter der Sonne zeigen lässt. Die meisten Erklärungen heißen, Spiegelung der Sonne, oder ganz einfach, Bildfälschungen. Also das alte Programm. Professor Dr. David Morrison hält die immer wieder aufkommenden Gerüchte um die Existenz von Nibiru für Hirngespinste. Aber was soll er auch anderes sagen? Die Existenz von Nibiru würde bei vielen Menschen Panik auslösen. Solange man nicht weiß, ob Nibiru eine Gefahr für die Erde ist, wird das auch so bleiben. So zumindest viele Nibiru-Verschwörungstheoretiker. Man wartet nur noch ab, wie sich Nibiru verhält und beobachtet seine genaue Route. Ein Szenario mit Nibiru wäre eine echte Katastrophe und sehr wahrscheinlich das Ende der Erde. Denn ein Planet, der ungefähr die Größe des Uranus hat, wäre nicht aufzuhalten. Die Erde würde wie eine Fliege an Nibiru zerschellen. Aktuell sind wir kaum in der Lage, kleinere Meteoriten abzufangen. Würden wir dies irgendwann schaffen, wäre das schon eine echte Sensation. Wenn Nibiru in unser Sonnensystem eindringt, wird er große Zerstörungen anrichten. Auch andere Forscher glauben, dass der Einfluss von Nibiru bereits starke Effekte auf die Erde hat und die Anziehungskraft der Sonne stört. Die Annäherung soll in Richtung des Südpols der Erde erfolgen. Das Ergebnis ist eine Verschiebung der Erdachse. Das wird schwere Erdbeben und Wirbelstürme hervorrufen. Es gibt viele Berichte, dass sich die globalen Eliten bereits seit Jahrzehnten auf diese Katastrophen vorbereiten. Am 25. Mai 2017 gab es in Brasilien eine Senatssitzung, in der Senator Delmario Mota für Aufsehen sorgte. Mota erklärte, dass sich unser Planet in tödlicher Gefahr befinde. Mota wörtlich: Ich erhielt geheime Informationen aus zuverlässigen Quellen. Die NASA ist sich über die Annäherung von Planet X bewusst. Man nennt ihn auch Nibiru. Die Welt, die wir kennen, wird bald zu existieren aufhören. Die Geschichte der menschlichen Zivilisation wird bald enden. Planet X hat bereits einen Einfluss auf das Gravitationsfeld der Erde. Es kommt bereits überall zu Naturkatastrophen von nie dagewesenen Ausmaßen. Das ist das Ende eines Zyklus. Sehr bald werden 2/3 der Menschheit durch Hunger und Krankheiten sterben. Vorstellungen, über die man nicht gerne nachdenkt.
Caltech-Forscher haben mathematische Beweise gefunden, die darauf hindeuten, dass sich im Sonnensystem ein Planet X befindet. Dieser hypothetische Neptun-große Planet umkreist unsere Sonne in einer stark verlängerten Umlaufbahn weit jenseits von Pluto. Das Objekt, das die Forscher Planet 9 genannt haben, könnte eine etwa 10-mal so große Masse wie die Erde haben und im Durchschnitt etwa 20-mal weiter von der Sonne entfernt sein als Neptun. Es kann zwischen 10.000 und 20.000 Erdjahren dauern, um eine volle Umlaufbahn um die Sonne zu machen. Die Ankündigung bedeutet nicht, dass es in unserem Sonnensystem einen neuen Planeten gibt. Die Existenz dieses fernen Planeten ist an dieser Stelle nur theoretisch, und es wurde keine direkte Beobachtung des Planeten gemacht. Die mathematische Vorhersage eines Planeten könnte die einzigartigen Umlaufbahnen einiger kleinerer Objekte im Kuipergürtel erklären, einer entfernten Region eisiger Trümmer, die weit über die Umlaufbahn von Neptun hinausreicht. Astronomen suchen jetzt nach dem vorhergesagten Planeten. Astronomen, die den Kuipergürtel studieren, haben einige der Zwergplaneten bemerkt und andere kleine, eisige Objekte neigen dazu, Bahnen zu folgen, die sich zusammengruppieren. Durch die Analyse dieser Bahnen prognostizierte das Caltech-Team die Möglichkeit, dass sich ein großer, bisher unentdeckter Planet, weit über Pluto hinaus verstecken könnte. Sie schätzen, dass die Schwerkraft dieses potenziellen Planeten die ungewöhnlichen Umlaufbahnen dieser Kuiper-Objekte erklären könnte. Astronomen, darunter Batygin und Braun, werden beginnen, die leistungsstärksten Teleskope der Welt zu verwenden, um nach dem Objekt in seiner vorhergesagten Umlaufbahn zu suchen. Jedes Objekt, das weit von der Sonne entfernt ist, wird sehr schwer zu entdecken sein, aber Astronomen rechnen damit, dass es möglich sein sollte, es mit existierenden Teleskopen zu sehen. Ich würde den Planeten gerne finden, sagt Braun. Aber ich wäre auch sehr glücklich, wenn jemand anders den Planeten finden würde. Deshalb veröffentlichen wir diesen Beitrag. Wir hoffen, dass andere Leute sich inspirieren lassen und auch anfangen zu suchen.
Die Existenz von Nibiru ist mehr als wahrscheinlich. Ob er irgendwann eine Gefahr für die Erde ist, kann nur die NASA beantworten.